Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ganz herzlich zum Hardware-Check und dritten Video zum Maono DM30 RGB. Ich habe schon angeschlossen, normalerweise leuchtet es lila, gleich wenn ihr startet. Bei mir ist schon eingestellt, weil mir ist in Camtasia die Videodatei abhandengekommen. Beziehungsweise abgekackt und konnte ich nicht reparieren. Deswegen nehme ich den ersten Teil neu auf. So, aber wie gesagt, wir haben es jetzt angeschlossen. Ich habe mit einem USB angeschlossen bei mir, weil mit einem normalen USB, also mit dem Adapter, weil USB-C vorne am PC nicht funktioniert. Der USB ist auch lang genug, dass es so lang reicht. Für hier oben und dann hinten lang runter zum PC wäre es zu kurz. Da müsste ich wenigstens mit einem USB-C-Verlängerungskabel arbeiten. Also USB-C auf USB-C. Also mit so einem Verlängerungsteil links. Oder halt mit einem normalen USB-Verlängerungskabel. Ja, und dann einen normalen USB ran. Also da müsst ihr euch dann entscheiden, was ihr machen wollt. Weil für, also wenn ihr den PC natürlich hier oben wegen Optik hier direkt stehen habt und hier den Mikrofonarm, denn das sollte reichen. Bei mir steht da praktisch hier auf der Seite unterm Tisch. Der Mikrofonarm ist hier. Und dann müsst ihr das praktisch so lang oben oder unterm Tisch halt unten und dann rüber zum PC. Und dafür ist er zu kurz. So, wir haben hier auch schon die Software installiert. Noch wichtig zu sagen ist, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr ein fertiges Setup habt, für Streaming, für Aufnahme, irgendwas dergleichen, denkt dran, wenn ihr dieses in euer Setup einbaut, es wird gleich als Standardmikrofon von Windows gemacht. Ja, ihr müsst dann halt, nicht dass ihr dann Probleme mit eurer Software bekommt, weil ihr das jetzt erstmal nur testen wollt oder so, ihr müsst dann halt auf ja, System, Sounds, Mikrofon, und da ist jetzt meine Rode wieder drin, mit dem ich jetzt gerade aufnehme. Hat er mir auch nämlich das Standard rausgenommen und hat mir das, wo ist es, DM30 rein gemacht. Ja, also das, wenn ihr da ein bestehendes Setup habt, mit dem ihr zufrieden seid und das als Zweitmikrofon oder für die Xbox oder was weiß ich, aber am PC mal testen wollt, denkt dran, damit das euch gleich als Standardmikrofon drin angezeigt wird und dass ihr das dann, wenn ihr denn streamen wollt, auf jeden Fall kein Mikrofon habt oder das halt anders eingestellt ist, da müsst ihr halt dran denken. So, und um die Software zu bekommen, ich will nicht sagen, es ist schwer, aber es ist nicht einfach so ersichtlich. Das ist jetzt die Webseite von Maono. Hier sind auch schon die neuen Mikrofone drin. Hier haben wir den Support und hier könnten wir dann auf Maono Link Downloads. Ja. Und dann können wir hier sagen, hier steht dann auch der DM30 mit drin und der DM30 RGB. Und dann können wir die Software einfach runterladen. Auch für Apple kompatibel, für Android und natürlich auch für, ja, zeige ich euch auch noch, hier ist die App, wenn ihr zum Beispiel am Smartphone nutzen wollt. Ich wüsste jetzt nicht, warum man so ein Mikrofon am Smartphone nutzen wollte, aber wie ihr seht, da könnt ihr auch einiges einstellen. Ja, ihr wollt einiges streamen ja über ihr Smartphone. Ich auch, aber unterwegs, und ich müsste jetzt nicht da so ein dickes Ding mitschleppen. So. Aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, das ist jetzt das RGB. Wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel anguckt, das wird auf der Seite auch gut erklärt. Aber was ich euch zeigen will, ist halt, hier ist ein winzig, winzig, winzig kleiner Fehler. Also hier ist euer RGB. Und dann haben wir hier unten Features, Spezies und halt FAQ. Und hier ist auch wirklich alles super erklärt. Ein bisschen leider alles auch nur in Englisch halt, ja. Alle bis runter, alles super erklärt. Shipping, alles super. Es gibt aber noch ein älteres Modell, weil hier kommen wir nicht an die Software. Also hier fehlt der Software-Button für Download von der Software. Bei dem älteren Modell, das ist jetzt das DM30, ist auch ein RGB, aber nur unten RGB.
nicht hier oben RGB. Ja? Also ihr seht jetzt gerade meinen Mauszeiger, na doch, ich werde es in der Bearbeitung werde ich so machen, dass man den Mauszeiger dann trotzdem noch sieht, also werde ich dann ein Symbol einblenden dafür. Hier leuchtet es halt nicht. Aber hier haben wir unten Download und da können wir raufklicken, bumm, und ach nee, das ist jetzt dieses Heft, also dieses Dokument, ich habe mich verdrückt. Hier oben müssen wir, Manolo Software-Link, und dann kommen wir zur Software und können es hier unten ganz normal runterladen. Ja? Also falls ihr denn darüber gehen wollt oder halt hier oben auf Support und Link-Downloads und dann halt da runterladen. Drives ist halt hier die verschiedenen Mikrofone. Hier ist der DM20, DM30. Ja, die haben auch hier so Ansteckmikrofone. Die sollen auch sehr gut sein, habe ich aber noch keine Erfahrung mit gemacht. Ja, also das wäre halt was ich demnächst dann vielleicht testen wollen würde. Ja, und dann haben sie auch ja, Mischpulte, Kopfhörer. Und hier kriegt er die ganze Software und alle drum und dran. So, aber wenn ihr das dann installiert habt, so wie wir jetzt, also öffne ich das jetzt mal. Und dann haben wir hier praktisch die Software. Und hier können wir dann hier oben zwischen Standard und Advanced hin und her schalten. Weil hier ist dann auch nochmal Equalizer-Einstellungen, Limiter und so. Und bei Standard haben wir dann halt Mikrofon, können wir stumm schalten oder nicht. Dann haben wir den Gain, Headset, hier können wir die Töne. Das habe ich alle doch schon Probe aufgenommen, das werden wir uns gleich anhören. Ich habe es mir selber noch nicht angehört. RGB, an oder aus, ja, hier geht es dann aus oder halt an. Und hier können wir die Helligkeit, ich habe es jetzt für 5% gemacht, damit ihr die Übergänge wenigstens seht. Weil sonst ist es, bei 100% ist es zu hell, da seht ihr die, da seht ihr, dass es einfach nur hell ist, aber ihr seht die Übergänge nicht so schön, ja. Ja. Und jetzt leuchtet es immer noch ein bisschen hell. Und bei 5 sieht man halt oben die Farbe, unten die Farbe. Und das sieht cool aus. Wir können auch hier verschiedene Farben. Lila, blau, türkis, grün, gelb, orange. Das ist eine richtig geile Kombi. Das ist wild. Schwarz-rot. Heftig geil. Aber ich feiere persönlich am geilsten natürlich, also finde ich diese Farbkombination. Unten eine Farbe oben und die verlaufen so ineinander. Sieht sehr hübsch und sehr, sehr geil aus. Wir können aber, wie gesagt, den RGB ausschalten, wenn es dann abends ist und zu hell sein sollte. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich an der Software. Aber wirklich nur einen. Also sie ist so an sich, ist es sehr übersichtlich. Wir haben dann auch noch hier Einstellungen. Da können wir dann auch noch Firmware-Update. Haben wir natürlich kein Update, weil ich bin auf der laufenden Firma. Factory Reset. Da gehen eure Einstellungen weg. Also alle Einstellungen, die ihr gemacht habt, die sind dann weg. Das sagt der Name Factory Reset. Wir haben hier das zwei Sachen drin. Wir haben Headset, Phone und Mic Monitoring off oder on. Hier auch. Da würde ich mir wünschen, die ganze Software vielleicht um eine Mühe vergrößern. Ja? Also hier unten steht auch nochmal, dass ihr seht, auf welche Geräte ihr connected habt. Das ist jetzt das DM30 RGB. Aber ich würde mir jetzt dieses Monitoring-Record würde ich mir wünschen als separated und vielleicht so zwischen Gain und Headset, ja? Dass man da so einen Unterbrecher drin hat, dass man hier oben nicht Gain sieht. Dann kann man sagen, wollen wir Mic Monitoring? Ja, nein. Weil das gehört ja hier dazu. Und dann können wir hier die Lautstärke einstellen. Und deswegen würde ich sagen, Gain, Mic Monitoring, ja, nein. Und unten drunter Headset Volume. Ja, weil da kann man dann sich das Headset dann einstellen. Ja, also würde ich jetzt persönlich optisch ein bisschen schöner finden. Ich finde das hier sehr zusammengeklatscht. Ja, also ein bisschen weiter, aber ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das genauso geht. Weil es ist, sieht aus wie ein Punkt. Es sind aber zwei Punkte. Ja, Headset Volume ist dieses hier.
wo wir das Volume vom Headset einstellen können. Und Mic-Monitoring ist hier an- und ausschalten. Ja, das ist dann halt ob das, für das Mikrofon, also das Monitoring. Für das Headset halt dann. So, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch noch was zeigen. Es kommt noch ein Punkt, was verbessert werden könnte. Also wie gesagt, das Auseinanderziehen ist ein Kritikpunkt von mir, damit das halt optisch ein bisschen schöner aussieht und nicht so zusammengeklatscht. Ja? Und man hat halt hier keinen Unterschied, man sieht halt nicht, wo man ist. Man sieht es hier an den Lampen, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja? So. Man sieht an diesen Lampen, was Phase ist. Aber wenn das Mikrofon praktisch so hängt oder hier unten ist und ich in den Bildschirm gucke und gerade hier die Einstellung mache, muss ich immer runter gucken, das sieht dann halt doof aus. Ich würde mir wünschen, dass man auch hier sehen könnte, was gerade aktiviert ist vom Drehrad. Ja? Ich zeige euch das. Das ist das Drehrad und das machen wir jetzt hier, können wir jetzt das Gain einstellen. Ja? Ich mache es mal auf 70. So. Wenn wir einmal drauf drücken, so, dann ist es rot, dann ist hier oben Mute, seht ihr ja, und hier passiert gar nichts mehr, auch hier ist kein Ausschlag. Ja, top. Jetzt machen wir wieder an und schon wieder ist es an. Wenn wir jetzt hier drückt halten, so, dann seht ihr, dass da noch eine zweite Lampe angegangen ist. Wie gesagt, das ist grün, das ist hellblau, also ich würde so ja sagen, fast türkis. Ist die Lampe. Wir können immer noch Mute machen. Überhaupt kein Problem. Aber der Schalter zum Drehen ist jetzt das Volume vom Headset. Wenn wir das wieder raus haben wollen, einfach gedrückt halten. Dann geht der Punkt aus. Und dann können wir hier wieder das Mikrofon ganz normal einschalten. Und drehen. Quatsch, gehen. So, und hier auch das Mute raus. Also da würde ich mir wünschen, wie gesagt, in der Software ein bisschen auseinander und dass man das vielleicht farblich hinterlegt, so wie hier mit dem weißen Kreis. Ja, man kann ja noch, man kann ja die Anzeige, also hier praktisch die hier, der Balken, ein Stück weiter machen, dass er ab so hier, wo das Grüne hier ist, ja, das erste Strich, dass er hier anfängt. So, da fängt der Balken dann an, genau wie hier grüne, und dann bis hier rüber. Ja? Und dann wäre hier Platz. Das auch noch hier ein bisschen zentral gemacht. So. Und dann kann man da dann halt, wenn man dann drückt, ja, und dann halt, oder praktisch, was hier gerade aktiviert ist, ob man gedrückt hält und hier, ne, dass dann hier ein weißer Kreis drum ist, auch. Für das, was gerade aktiviert ist. Also entweder jetzt gerade hier bei Gain oder wenn ich jetzt hier die Drüffel gedrückt hätte und das jetzt hier bei Headset Volume ist, dass da denn der Kreis drum ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Sonst ist hier alles eigentlich drinne. Ich habe mich jetzt noch nicht so großartig ausgetobt. Ich habe einfach jetzt nur mal eine Testaufnahme gemacht. Das Problem ist, ich kann jetzt während ich hier gerade aufnehme, nicht muten. Also mein Mikrofon nicht muten, aber ich habe ja mein Stream Deck hier vorbereitet. Also nicht vorbereitet, aber das habe ich ja hier angebaut. Und dadurch kann ich dann 1, 2, 3, kann ich dann einfach muten. Ja? Weil wir wollen uns jetzt das anhören. Ich lasse die Software auch mal offen. Damit ihr das seht, weil das ist wichtig für die Punkte, das werde ich im Video ansagen. Ich habe jetzt einmal eine Probeaufnahme gemacht mit dem Microsoft Recorder. Hier seht ihr die Aufnahme auch schon, das habe ich im ersten Video gemacht, was abgekackt ist. Und das werde ich euch auch zur Verfügung stellen zum Download. Das lade ich in meine Cloud hoch, den Download-Ding werdet ihr dann auch in der Videobeschreibung finden. Es ist kein Kompressor drauf, es ist kein Filter drauf, es ist nichts bearbeitet. Gar nichts. Ich habe einfach nur den Microsoft Audio Recorder aufgemacht.
Dann hat er erstmal ein Update gemacht, habe das Mikrofon ausgewählt, und zwar hier unten, und habe dann aufgenommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, das sage ich im Video, aber auch welche Einstellung ich hiervon gerade aktiviert habe. Und auch hier beim Equalizer und Limiter und Kompressor. Das sage ich alles im Video. Das Video geht um die 3 Minuten. Das hören wir uns jetzt zusammen an. Ich habe es selber noch nicht gehört. Ich habe es nur aufgenommen im Video mit euch. Was ihr sagt, ist ja abgekackt. Und das wollen wir uns jetzt anhören. Können wir auch das schließen. Hier haben wir dann nämlich... Achso, brauche ich ja auch nicht. Ich habe ja den schon offen. So. Wie gesagt, das ist es jetzt. Ich lasse doch das Mikrofon mal hier, damit ihr das seht. So, und wir hören uns die Datei jetzt an. Wie gesagt, kein Filter, kein Kompressor. Es ist nicht bearbeitet worden, also von mir in irgendeiner Bearbeitungssoftware oder irgendetwas. Das Einzige, was ist, ich habe den Ton. Alles, was ich da erzähle, mache ich halt in dieser Software. Also stelle den Ton hier ein. Angefangen habe ich mit 100% und Gain und ja, alles hier drin. Sonst ist nichts bearbeitet. Ich mache jetzt kurz Mute und dann starten wir. So, willkommen. Test Audio Aufnahmeformat für das Maono, Mensch, DM30 RGB, und wir haben jetzt hier ganz normale Standardeinstellungen drin, Gain 70%, Headset ist auf 50%, Mic Volume, Mic Monitoring habe ich aus, und wir wollen die Töne einfach mal testen. Ich bin gerade auf Deep. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein, Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. So, und jetzt gehen wir bei etwa 40 Sekunden auf Natur. Jetzt haben wir Natur drin. Also von Gain und so habe ich jetzt nichts geändert. Ich gucke auch ganz normal gerade zum Monitor. Mikrofon steht unter mir. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, und dann gehen wir jetzt zu Bright. Jetzt sind wir bei Bright. Bei welchen Sekunden sind wir denn hier in etwa? Damit wir das sehen, ja, bei einer... So, kurzes Zwischenstatement von mir. Also, Deep, Normal und Bright erkenne ich jetzt keinen Unterschied. Also, im ersten Augenblick habe ich gedacht, ich erkenne einen Unterschied zwischen Deep und Natur, damit es etwas ruhiger sich angehört hat. Das weiß ich jetzt aber nicht. Das kam mir halt nur so im ersten Augenblick so vor. Aber dann zu Bright überhaupt keinen Unterschied. Wir hören weiter. Minute so in etwa, okay. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So, dann gehen wir auf Legends. Legacy. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Da höre ich jetzt einen Unterschied. Und ich muss sagen, jetzt von den Einstellungen, was ich jetzt gehört habe, finde ich Legacy jetzt bis jetzt am besten. Hört sich ein bisschen natürlicher an und ein bisschen kraftvoller. Und das Volumen der Stimme kommt besser raus. Also das schon mal Punkt für Legacy. Achso. Nein. So, ich lasse jetzt einfach mal die Standard, wie es war bei Deep. Und wir gehen jetzt mal rüber. Hoppala. In die Advanced-Einstellungen. Wir haben jetzt erstmal beim Gain. Ich gehe mal kurzzeitig vom Gain von 70 höher auf 80. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, dann gehe ich auf 90. 90 Gain. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, jetzt gehen wir auf 100 vom Gain. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. So, dann gehen wir runter wieder auf 80. Da habe ich jetzt vom Gain
Momentan, die fühlt gar keinen Unterschied, die hört. Weil das vom Volumenausschlag so am besten ist. Mic Monitoring haben wir immer noch off. Und Headset Volume. Volume wollte ich jetzt nicht rumdrehen, aber wir haben hier noch Equalizer. Da weiß ich aber jetzt nicht, ob das jetzt so entscheidend für das Mikrofon ist. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, und dann noch eins runter. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, jetzt haben wir den geraden Strich. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, weil wir sind jetzt bei der Zeit bei 3 Minuten schon. So, jetzt werden wir bei etwa 3,20 werden wir den Limiter und den Kompressor mal einschalten und gucken, was passiert. So, bei 3,20 sind wir jetzt. Wir schalten den Limiter ein und wir gehen jetzt mit dem Limiter mal auf die Hälfte runter. Das ist 20. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, dann gehen wir jetzt auch noch den Kompressor runter und gucken mal, ob wir da denn andere hören. So, da bin ich jetzt bei 40. Der Limiter macht sich jetzt nicht bemerkbar, weil ich ja nicht zu laut geworden bin. Aber der Kompressor, man merkt gleich, dass es wirklich runtergeht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, jetzt polschen wir das Ding mal volle Pullebeete hoch. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, ich glaube, mit dem ist es ein bisschen zu viel. So, dann haben wir eigentlich alles eingestellt und getestet. Jetzt geht's ans Probehören, würde ich sagen. So, ich würde aber gerne noch mit euch zusammen eine Probeaufnahme machen. Und zwar das Mikrofon auswählen wieder, DMX, so. Und ich würde jetzt gerne von den Einstellungen her, machen wir kurz dahin, von den Einstellungen her würde ich hier bei Standardeinstellungen dazu lassen, obwohl hier können wir auf 80 machen. Ich würde nur das Legacy würde ich gerne mal, weil das hat sich sehr gut angehört. So, dann wollen wir den Kompressor anmachen auf volle Pulle und den Limiter. Bin mir nicht so den Limiter 10 9 machen wir mal bei minus 9. So, doch, so kann das eigentlich bleiben. Doch, so bin ich damit zufrieden. Limiter minus 9, Kompressor volle Pulle und vor allen Dingen Legacy. Und jetzt machen wir mal. So, eine Testaufnahme Nummer 2. Einstellungen sind gemacht. Gain 80%, Headset volle Pulle, Mikrofon Monitoring on. Bei Ton bin ich auf Legacy, RGB an, RGB 5%, RGB ist auf Rainbow. Mute schlägt aus, ich bin auch gerade in den Advanced-Einstellungen drin. Wie gesagt, Gain 80%, Headset Phone ist auf, ach Quatsch,
Headset Phone ist auf 100%, Mic Monitoring on. Dann haben wir Headset 100%, Equalizer steht auf dem letzten Symbol, was so aussieht wie, ja. Läuft auch jetzt alles stabil. Keine Abbrüche. Habt ihr nämlich gleich nochmal zum Testen benutzt für mein Camtasia, weil ich habe jetzt Camtasia Stufe Version 23. Und wie gesagt, vorhin ist es ja abgekackt. Aber jetzt läuft alles weiterhin. Gut. Und dann machen wir einfach mal Stopp. Und dann benennen wir das mal um in Aufzeichnung mit Einstellungen Manu. Maono DM30 RGB. So, umbenennen. Das haben wir jetzt drin. Dann können wir das auch komplett schließen. Und dann nehmen wir uns den Ordner. So, hier haben wir das mit den Aufzeichnungen. So, eine Testaufnahme Nummer 2. Einstellungen sind gemacht. Gain 80%, Headset volle Pulle, Mikrofon Monitoring on. Bei Ton bin ich auf Legacy, RGB an, RGB 5%, RGB ist auf Rainbow. Mute schlägt aus, ich bin auch gerade in den Advanced-Einstellungen drin. Wie gesagt, Gain 80%, Headset Phone ist auf, ach Quatsch, Headset Phone ist auf 100%, Mic Monitoring on. Dann haben wir Headset 100%, Equalizer steht auf dem letzten Symbol, was so aussieht wie, läuft auch jetzt alles stabil. Keine Abbrüche. Habt ihr nämlich gleich nochmal zum Testen benutzt für mein Camtasia, weil ich habe jetzt Camtasia Stufe Version 23. Ja, hört sich doch gut an. War ein bisschen sehr auffällig, dass ich hier das nicht wusste, wie man das beschreiben soll. Er sieht aus wie. Das Offensichtliche will ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber wie gesagt, ich bin auf dem letzten Symbol. Also, ich wollte es dann sanft überbleiten und da hatte ich dann die ganze Zeit dann halt Camtasia im Kopf, weil ich Angst habe, dass es schon wieder abkackt. Aber da waren wahrscheinlich zu viele Programme noch im Hintergrund, beziehungsweise Programme, Sachen im Hintergrund offen. Ich hatte ja auch noch die PDF-Datei. Wenn ihr euch die Software runterladet, dann bekommt ihr diese PDF-Datei noch mit bei, wo halt die Einstellungen auch noch drin sind. Wenn ihr das am PC anschließt, aber wie gesagt, auch alles in Englisch. Englisch, aber gut erklärt. Da müsste man dann mit einem Übersetzer arbeiten. So, also ich muss sagen, jetzt vom ersten Testen her, gefällt mir das mit Legacy-Einstellungen eigentlich am besten. Ich werde das aber so auch nochmal testen nachher. Also mit Legacy gefällt es mir am besten, finde ich irgendwie kraftvoller. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch am besten gefällt. Es macht einen sauberen Sound, kann man echt nicht meckern. Geil ist auch, dass man das hier unten abschrauben kann. Ja, den Standfuß, der ist so schön schwer. Und dann kann man das praktisch hier
aber da oben ist die Kamera. Hab da so ein Außengewinde und da innen drin ist auch nochmal ein Gewinde. Könnte ich dann hier an meinen Rode ranballern? Das hat ja so ein großes. Also an meinen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. PVC, PVR, keine Ahnung. Eins. Aber wir können ja nochmal noch eine Testaufnahme machen. Und ich kann ja mal rangehen. So. Weil wir haben hier ein Nierenmikrofon. So. Ich lasse auf Legendy und mache jetzt einfach mal. So, eine neue Aufnahme. Ich sitze jetzt vor dem Mikrofon. Ja, so anderthalb Handbreiten ist das Mikrofon von mir weg. Es ist schräg. Einstellungen sind wie folgt. Gain 80%. Ton ist bei Legendy. Equalizer ist die gerade Linie. Und achso, ich habe den Limiter und den Kompressor nicht an. Limiter an, Kompressor an. So, jetzt ist der Limiter an, der Kompressor ist auch an. Und jetzt gehe ich einfach mal näher an das Mikrofon ran. Ich gehe sehr nah ran. Oder ich hole es mir lieber mal hoch. Also könnte jetzt sein, dass es natürlich Klopfgeräusche oder so oder Geräusche nebenbei her sind, weil ich das in der Hand hätte. Ich führe es ganz nah an meinen Mund ran. Also ich bin jetzt zwei Finger breit weg von meinem Mund und rede so direkt rein. Der Ausschlag ist natürlich rot. Ich habe einen roten Ausschlag. Also nicht ich habe einen roten Ausschlag. In der Software ist ein roter Ausschlag. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz nah ran und rede so, wie ich jetzt zum Monitor reden würde, wenn ich da das Spiel habe. Es ist ja schräg angeklickt. Jetzt gucke ich direkt aufs Mikrofon und 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, dann will ich eins noch, muss ich noch testen unbedingt, wenn ich das Mikrofon so halbwegs gerade habe. So. Jetzt ist es gerade. Und ich sitze ganz normal davor. Ich habe es jetzt gerade stehen. Der Ausschlag ist schon etwas höher, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Ich habe aber nichts an dem Gain oder irgendwas geändert. Und jetzt gehe ich nach vorne. Oder ich gucke jetzt praktisch den Bildschirm an. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Jetzt gucke ich das Mikrofon an. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, jetzt ein Monitor. Und ich beuge mich ein bisschen nach vorne. Also ich bin jetzt so überhalb vom Mikrofon, rede halt praktisch Richtung Monitor und nicht direkt ins Mikrofon rein, weil das jetzt ja unter mir ist. Jetzt drehe ich es nochmal, also ich kippe es an. Jetzt mal die Schraube locker machen. So, jetzt habe ich das Mikrofon gekippt, dass es praktisch zu meinem Mund hin zeigt. Und ich rede weiterhin geradeaus Richtung Monitor. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Jetzt gucke ich ins Mikrofon rein. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. So, und jetzt nennen wir das auch mal um. Umbenennen. Maono DM30. RGB-Test. Ich nenne es jetzt einfach mal nur 3, weil es der dritte Test ist. So. Und dann können wir die auch schließen und wir öffnen jetzt einfach mal den Ordner hier. Und machen mal den Test 3 da rein. So, eine neue. So, ich mache jetzt auch wieder Mute. Ich bin mal gespannt, wie es sich anhört. Aufnahme. Ich sitze jetzt vor dem Mikrofon. Ja, so anderthalb Handbreiten ist das Mikrofon von mir weg. Es ist schräg. Einstellungen sind wie folgt. Gain 80%. Ton ist bei Legendy. Equalizer ist die gerade Linie.
Und achso, ich habe den Limiter und den Kompressor nicht an. Limiter an, Kompressor an. So, jetzt ist der Limiter an, der Kompressor ist auch an. Und jetzt gehe ich einfach mal näher an das Mikrofon ran. Ich gehe sehr nah ran. Wie ich jetzt gerade sehe. Ich mal hoch, also könnte jetzt sehen, dass ich natürlich klopfe. Wenn ich die Einstellung wechsle, geht der Limiter und der Kompressor aus. Also ich zeige es euch, ich mache Limiter an und Kompressor an. Ich wechsle auf Standard, gehe wieder zurück, es ist weg. Und da ich zurückgegangen bin, hattet jetzt natürlich überhaupt keine Einflüsse. Man hört Limiter und den Kompressor nicht mehr raus, weil es ist deaktiviert. Geräusche oder so oder Geräusche nehmen. Zwei Finger breit weg von meinem Mund und rede so direkt rein. Der Ausschlag ist natürlich rot. Ich habe einen roten Ausschlag. Also nicht ich habe einen roten Ausschlag, in der Software ist ein roter Ausschlag. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz nah ran und rede so, wie ich jetzt zum Monitor reden würde, wenn ich da das Spiel habe. Es ist ja schräg angeklickt. Jetzt gucke ich direkt aufs Mikrofon und 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. So, dann ich eins noch, muss ich noch testen unbedingt, wenn ich das Mikrofon so halbwegs gerade habe. So. Jetzt ist es gerade. Und ich sitze ganz normal davor. Ich habe es jetzt gerade stehen. Der Ausschlag ist schon etwas höher, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Ich habe aber nichts an dem Gain oder irgendwas geändert. Und jetzt gehe ich nach vorne. Oder ich gucke jetzt praktisch den Bildschirm an. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Jetzt gucke ich das Mikrofon an. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, jetzt ein Monitor. Und ich beug mich ein bisschen nach vorne. Also ich bin jetzt so überhalb vom Mikrofon, rede halt praktisch Richtung Monitor und nicht direkt ins Mikrofon rein, weil das jetzt ja so. Jetzt habe ich das Mikrofon gekippt, dass es praktisch zu meinem Mund hin zeigt. Das Mikrofon gekippt, gehe ich es dann nochmal, also ich kippe es dann. Ich mal die Schraube locker machen, so. Jetzt habe ich das Mikrofon gekippt, dass es praktisch zu meinem Mund im Monitor, ein Mikrofon rein, 1, 2, 3, 4 Eckstein, Jupp. Also definitiv, wenn man nah dran ist, hört sich's besser an. Sonst habe ich da jetzt nicht wirklich großartig Unterschiede mitgekriegt. Nur ein bisschen leiser war es halt natürlich und die Stimme hört sich nicht mehr so kraftvoll an. Deswegen habe ich jetzt nochmal, wir machen noch ein Testvideo. Und zwar, ich habe es jetzt nochmal schräg gemacht. Ich habe jetzt mal auf 100%. So, nochmal ein Testvideo und beziehungsweise Testaufnahme, das ist jetzt Nummer 4. Ich habe den Gain jetzt auf 100% gemacht. Der Ausschlag ist teilweise, also nicht mein Ausschlag, aber der Ausschlag in der Software, ist grün, geht meistens ins Bräunliche und manchmal auch etwas ins Rote. Ich bin normal weit weg, ich sitze ganz normal auf meinem Stuhl, gucke Richtung Monitor, das Mikrofon steht auf dem Tisch und ist angewinkelt. Ich gehe jetzt natürlich nach vorne, so nah wie möglich ans Mikrofon ran und ich rede jetzt direkt rein ins Mikrofon. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Sieht natürlich kacke aus, wenn ich so sitze, aber wenn ich jetzt so sitze und ans, also einfach nur um die Nähe mal zu demonstrieren, es ist halt so schräg angewinkelt. Und ich gucke jetzt nicht ins Mikrofon, sondern ich gucke geradeaus Richtung Monitor. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. Da bin ich aber wohl im vollroten Bereich. Aber naja. Und jetzt testen wir das nochmal, weil das mich persönlich interessieren würde. So, ich mache das mal jetzt einfach so, als wenn das jetzt praktisch mein Rode wäre. So. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. Also ich gucke jetzt so wie in meinen Standardaufnahmen Richtung Monitor. Das Mikrofon ist leicht links neben mir. So, und jetzt gucken wir mal, was ist, wenn ich das Mikrofon dann praktisch
hier sehr nah neben mich holen würde und er praktisch links neben meinem Mundwinkel ist. Ja, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Oder wenn man, ihr könnt es ja auch noch ein Stück weg. Das soll ja auch nicht so doof aussehen, aber dass es halt schon ziemlich nah bei mir dran ist. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Oder wenn ich den Mikrofon in den Arm so einstellen würde, dass er von unten kommt und das Mikrofon dann halt hier praktisch in der Luft praktisch so Richtung meinen Mund macht, so in etwa. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Aber das kann ich nicht leiden, wenn das Mikrofon so vor mir schwebt. Das hier ist so okay, wenn es da oben hängt. So. Aber ich kann es halt nicht leihen, wenn das Mikrofon mir so direkt so an... ich will da nicht rinkrauchen. Das soll da sein, soll mich aufnehmen und soll nicht so viel Platz im Bild, weil es scheiße... Ich finde es persönlich scheiße, wenn ein Mikrofon im Bild so viel Platz einnimmt. So. Aber egal, hier sind die fertig. Umbenennen. So. Mal... Ono Test 4. Umbenennen. So, Test 4 nehmen wir da rein. So. Ja, wisst ihr, ich kann das nicht leihen. Also, ich habe hier meins. So ist meins immer eingeschalten. Das ist dann halt eine vernünftige Entfernung von mir. Man sieht es zwar logischerweise ein bisschen im Video, aber ich kann es halt nicht leihen, ein Mikrofon, wie viele haben, die das halt so halb auffressen, das Mikrofon, und da direkt drin quatschen, könnte ich auch, dann würde sich das natürlich ganz anders anhören, wenn ich dann mit euch rede. Ja, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Aber ich kann es nicht leiden, so nah dran und wie viele haben, so halb Mikrofon halb auffressen. Das ist nicht meins. Oder halt auch, denn so, ja, das ist nicht meins. Deswegen habe ich mir das damals geholt gehabt. So, ich will es auf Abstand haben. Es kann im Video zu sehen sein, hier soll man ja auch, ja, dass man sieht, dass man ein Mikrofon benutzt. Ja, und es soll ja auch nicht komplett weg sein, aber ich muss es hier nicht halb auffressen und mein halbes Gesicht damit unkenntlich machen. Ist meine persönliche Meinung. Aber es gibt auch Leute, die sehen das anders. So, dann werden wir uns das mal anhören. Ich mache mal Mute. Und nochmal ein Testvideo und beziehungsweise Testaufnahme. Das ist jetzt Nummer 4. Ich habe den Gain jetzt auf 100% gemacht. Der Ausschlag ist teilweise, also nicht mein Ausschlag, aber der Ausschlag in der Software, ist grün, geht meistens ins Bräunliche und manchmal auch etwas ins Rote. Ich bin normal weit weg. Da kann ich jetzt dazwischen quatschen. Auf meinem Stuhl. Das hört sich geil gucke an. Richtung also das Monitor, das Mikrofon steht auf dem Tisch und ist angewinkelt. Ich gehe jetzt natürlich nach vorne. So nah wie möglich ans Mikrofon ran und ich rede jetzt direkt rein ins Mikrofon. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Wie hört sich das so doof an? Sieht nämlich kacke aus, wenn ich so sitze. Wenn ich jetzt so sitze und ans, also einfach nur um die Nähe mal zu demonstrieren, es ist halt so schräg angewinkelt und ich gucke jetzt nicht ins Mikrofon, sondern ich gucke geradeaus Richtung Monitor. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Das finde ich komisch. Ich habe René gequatscht und hört sich kacke an und geradeaus. Aber naja. Und jetzt testen wir das nochmal, weil das mich persönlich interessieren würde. So, ich mache das mal jetzt einfach so, als wenn das jetzt praktisch mein Rode wäre. So. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Also ich gucke jetzt so wie in meinen Standardaufnahmen Richtung Monitor. Das Mikrofon ist leicht links neben mir. So, und jetzt gucken wir mal, was ist, wenn ich das Mikrofon dann praktisch hier sehr nah neben mich holen würde und er praktisch links neben meinem Mundwinkel ist. Ja,
ein, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. Oder wenn man, könnte es ja auch noch ein Stück weg, das soll ja auch nicht so doof aussehen, aber dass es halt schon ziemlich nah bei mir dran ist. Ein, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. Oder wenn ich den Mikrofon den Arm so einstellen würde, dass er von unten kommt und das Mikrofon dann halt hier praktisch in der Luft praktisch so Richtung meinen Mund macht, so in etwa. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. Aber das kann ich nicht leiden, wenn das Mikrofon so vor mir schwebt. Das hier ist so okay, wenn es da oben hängt. So. Aber ich kann es halt nicht leihen, wenn das Mikrofon mir so direkt so an... ich will da nicht rinkrauchen. Es soll da sein, soll mich aufnehmen und soll nicht so viel Platz im Bild, weil es scheiße, ich finde es persönlich scheiße, wenn ein Mikrofon im Bild so viel Platz einnimmt. So, aber egal, hier sind die fertig. Ja, finde ich gut. Also am Anfang, obwohl ich dann näher rangegangen bin, beim näher rangehen hat sich das doof angehört. Da hat sich das auf die, also einfach so ein Stück weit Abstand angeschrägt. Ja, so, hat sich am besten angehört. War klar und deutlich am lautesten und wo ich komischerweise direkt so rangequatscht habe, hat sich schlechter angehört. Und die Kombination so direkt in den Mund, so wie ihr es gehört habt, war ja auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wie gesagt, ich werde euch alle Audiodateien zur Verfügung stellen. Die lade ich alle in die Cloud. Und die könnt ihr euch dann runterladen und selber anhören. Fazit jetzt würde ich von mir sagen, auf jeden Fall ganz klar, Doppeldaumen hoch. Es ist optisch ein Hingucker. Hat einen Standfuß mit bei. Man kann das auch ganz einfach abschrauben. Und dann hier ist dann natürlich keine Spinne mit bei. Das ist praktisch sozusagen die Spinne. Müsste man, wo ich so mit dem Standfuß festgehalten habe, hat man ja ein bisschen gehört, dass ich dann daran rumgefummelt habe. Müsste man gucken, ob es denn dabei auch noch so ist. Wie gesagt, optisches Angucker mit dem Knopf finde ich super. Mit dem Drücken, gedrückt halten und mit dem Mikrofon. Ja, wir können auch, wie gesagt, wenn ihr die Software nicht aufhabt, ich muss nur gerade gucken, wo der Knopf ist, können wir auch hier die Farben durchwechseln. Ja, ich lasse das bunt durch. Mir fällt mit dem am besten. Und die Einstellung halt Legacy, volle Pulle, alles finde ich eigentlich am besten. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, also ich finde es gut. Müsste ich nur mal gucken, wie das aussieht. Bei den USB-C, den kann ich bei mir nicht nutzen. Wie das aussieht, ob, wenn ich das mit der Xbox kombiniere, das werde ich die Tage mal testen. Und da ist er ja auch nicht lang genug. Ich habe ja jetzt Discord eigentlich hier immer so dran. Ne? Aber das ist gut. Das zweite Mikrofon, das könnte ich dann zusätzlich schalten, weil meins ja immer so eingestellt ist, dass man Josie oder wenn ich Besuch habe, hier nicht hört. Ja, also ich habe mein Kompressor, mein Gain, Audiofilter und so habe ich so gut eingestellt, dass hier nichts zu hören ist, wenn... Also Josie kann hier mit also das macht auch hier dieses von... Oh Gott... Nvidia macht da auch viel möglich. Die neuen Codecs und das alle drum und dran. Und die neuen Einstellungen. Ich kann bei mir praktisch, wie gesagt, Josie kann auf der Couch sitzen und Klavier spielen. Und kann quatschen. Oder eins von beiden. Ist vollkommen egal. Ihr würdet Josie nicht hören. Es sei denn, ich rede gerade. Dann hört ihr vielleicht maximal was im Hintergrund. Ja, aber... auch nicht so viel. Das habe ich schon getestet. Das ist recht geil. Ja? Also was da heutzutage alles möglich ist mit den Einstellungen und auch mit OBS und auch hier mit den Mikrofonen und so. Also das wird ja immer mehr und immer besser. Ja? Also das ist schon toll. Ich mache mal das Verhüterli wieder drüber.
Weil das könnte ich denn nehmen, wenn wir nämlich Mario Kart, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn die Josie und ich, also meine Tochter, für die, die sie nicht kennen, für die, die neu hier sind, wenn ja, die Josie und ich dann halt Mario Kart spielen, dann brauche ich bei mir nicht mehr gucken, dass ich, wie ich das einstelle, wieder, dass man halt irgendwas hört hier. Also nicht nur mich, sondern auch mehr hört. Weil dann kann ich einfach sagen, ja, ist okay. Muss ja nicht sein. Ich stöpsel einfach das Mikrofon an. USB habe ich hier unten ja, am PC dran. Ne? Das ist kein Problem. Und dann stelle ich Josie das Mikrofon hier einfach so vor sich hin. Hier, die sitzt ja dann praktisch hier. Ja, und dann stelle ich das Mikrofon hier hin für Josie, winkel das schräg an. Und dann hat Josie ihr eigenes Mikrofon. Das brauche ich dann halt nur zusätzlich in OBS einbinden. Und dann habt ihr praktisch mein Mikrofon und dieses Mikrofon. Und dann hört ihr mal meins mich natürlich, aber das hört ihr Josie. Ja? Das ist natürlich richtig geil. Muss ich jetzt mal so sagen. So. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Wir sind jetzt bei 51 Minuten. Wir haben ein bisschen lange gemacht, aber wir wollten es ja ausführlich machen und mir ist dann halt noch ein bisschen was eingefallen, was wir testen können. Im Großen und Ganzen bin ich vom Mikrofon mit dem Mikrofon zufrieden. Es sieht gut aus. Es sieht sogar sehr gut aus mit der RGB-Beleuchtung, muss ich sagen. Es macht das, was es soll. Es hat viele Funktionen, hat es mit bei. Es ist kompakt. Es hat USB und also USB-C-Kabel. Der Kabel ist etwas kurz. Ist ja auch für ein Tischmikrofon, dass man so bumm machen kann. Wenn man das natürlich dann hier anschließen will an einem Mikrofonarm, müsste man natürlich einen Adapter holen oder einen ganz neuen USB-C-Kabel. Ja, also entweder USB auf USB-C, wenn man es am normalen machen möchte. Wenn man natürlich ein USB-C am PC hinten frei hat, dann natürlich einen dementsprechend langen USB-C zu USB-C-Kabel, den ihr verlegen könnt und hoch und dann damit betreiben könnt. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ihr werdet das Mikrofon auf jeden Fall wiedersehen, wenn meine Tochter und ich Mario Kart spielen. Ich werde es hier nach unten räumen, dass es gleich immer griffbereit ist. Wenn wir Mario Kart spielen oder halt das Rabbids-Spiel weiterspielen oder mal gucken. Da gibt es ja noch ein paar andere Spiele, die wir spielen wollen zusammen. Da werdet ihr halt meine Tochter wiedersehen, logischerweise. Und das Mikrofon. Ja. Und ich bin jetzt erstmal weg. Bis dahin. Ahoi. Achso, wie gesagt, ich werde euch die Webseite von Manonu werde ich euch unten runter verlinken. Ich werde auch, weil ich weiß, einige von euch sind immer zu faul, denn zu suchen. Ich werde euch direkt das Mikrofon verlinken. Ich werde euch auch den Download verlinken. Oder, nee, das wird auch wieder zu viel. Ich werde euch den Amazon-Link machen, ich werde euch einen Geizhals-Link machen, ich werde euch die Webseite von Manolo machen und davor mache ich noch den Download-Bereich, damit ihr an die Software kommt. Ja, den Download-Bereich verlinke ich euch direkt auch noch, damit ihr da rankommt. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Es werden nur drei Sachen oben angezeigt, also wenn ihr da auf mehr klickt, dann klappt sich das auf und dann habt ihr die anderen Links, für die, die nicht wissen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wirklich weg. Wir sehen uns bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.